Hi Leute, ihr wisst schon, was jetzt wieder kommt. Und zwar erkläre ich euch den nächsten Track von meiner EP Brain Freeze, Future. And for some reason I never heal, I'm gonna have to take this pain into the hearse. Also irgendwie, egal wie weit ich komme und egal wie viel passiert und wie viel zwischen den Sachen liegt, die mir wehtun oder wehgetan haben, irgendwie geht dieser Schmerz nicht weg, der ist immer noch da so und deswegen habe ich das Gefühl, ich muss das mit ins Grab nehmen. Hearse für die Almans unter uns heißt Leichenwagen. Because there's things in my head that I don't understand and can't control. Ich war immer das komische ADHS-Kind in der Schule, haben mich alle so genannt. Und wenn dir immer Leute sagen, du bist komisch und du bist dies und du bist das, irgendwann glaubst du das denen. Ich glaube nicht, dass ich komisch bin. So, was ist komisch überhaupt? Wer legt das fest? Also, wenn dir irgendjemand sagen will, dass du komisch bist, dann, ich weiß nicht. Also, wo steht das geschrieben, was komisch ist und was nicht komisch ist? Solange du ein guter Mensch bist, ist alles okay. Und solange du gute Intentionen hast und niemandem wehtust, so. Aber ich weiß nicht, warum so Leute, die ein bisschen anders sind und ein bisschen aus dem Raster fallen, immer direkt als irgendwie so verteufelt werden. Check ich nicht. Aber es hat dazu geführt, dass ich halt viel, was, wie ich denke, immer in Frage gestellt habe und es dadurch nicht richtig kategorisieren und verstehen konnte, was da oben abgeht. Bis heute nicht. But where's my future? Has anybody seen her? Ain't the picture supposed to get clearer? I can barely see my face in the mirror. Auch schon wieder so sad, Alter. Where's my future? Has anybody seen her? So, von wegen, wo ist die? Wo ist die? Wo ist die Olle? Warum sehe ich sie nicht? Und dann so, ain't the picture supposed to get clearer? So, sollte es nicht eigentlich mit der Zeit alles mehr Sinn machen und klarer werden und so, auf den. Und I can barely see my face in the mirror. Das ist halt so, wenn man aus der Dusche aussteigt und dann eben so dem Spiegel so beschlagen ist und man kann sich nicht darin sehen, so, das ist manchmal so, wer bin ich überhaupt und was sollte es nicht alles irgendwie klarer werden, je älter man wird? Ja, so auf den. I'm not who I was a couple years ago and I really hope I finally learned that just because something's beautiful, it doesn't mean it's not gonna burn. Wahrscheinlich falsche Satzstellung gerade, aber vom Gist, hier steht bestimmt irgendwo der Text. Ich habe mich total verändert und ich bin viel, viel ruhiger und viel, viel chillter und ich akzeptiere alles um mich rum. Ich verfalle nicht in Panik, wenn irgendwas nicht läuft. Ich hoffe, dass ich endlich gelernt habe, dass Looks can be deceiving und etwas kann nach außen und auf Instagram und sonst wo super toll aussehen, aber es kann aber auch dann so hauchdünn sein und so oberflächlich, dass es halt sehr schnell Feuer fängt. Und dass ich da irgendwie, so ich lege irgendwie viel, viel mehr Wert auf so tiefere Sachen und substanzvollere Sachen. Weil die nicht so schnell Feuer fangen. But where's my future? Has anybody seen her? Am I gonna die young? Das ist halt eine Frage, die ich mir stelle. Und das war halt die Frage, die mich auch in meiner Kindheit und Jugend voll viel beschäftigt hat. So. Ich hoffe, ich kriege keine Antwort drauf. Wir nehmen es lieber Tag für Tag und gucken, ob wir weiterleben oder nicht. Wer weiß? Ich hoffe sehr. Hört euch jetzt Future von meiner neuen EP Brain Freeze an.